Ich darf Sie willkommen heißen und begrüßen bereits zur zweiten Ausgabe von Edeka kocht. Wir waren zur Premiere und zur Pilotsendung in Frankfurt im Check-in-Center. Heute sind wir in Aschaffenburg in der Lange Straße. Es gibt hier in Aschaffenburg mehrere Edeka-Stenger-Märkte. Und Herr Bender, ich darf Sie begrüßen als Marktleiter, Herr Rainer Bender. Hallo. Hier aus dem Hause Stenger in Aschaffenburg. Wie viele Märkte gibt es denn aus dem Hause Stenger? Ich glaube 8 insgesamt, oder? Also die Familie Stenger betreibt 8 Lebensmittelmärkte im Raum Aschaffenburg, ja. Und wir haben einen Koch dabei, einen wirklich Wahnsinnskoch, einen Hammerkoch. Über den Dieter können wir nachher ein bisschen mehr erfahren, aber ich darf den Dieter Schmidt begrüßen. Hallo, grüße dich hier in Aschaffenburg. Und ich darf auch die Miss Mitteldeutschland, die Sarah, willkommen heißen. Du wirst so ein bisschen assistieren und dem Dieter ein bisschen über die Schulter schauen, vielleicht noch ein bisschen schneiden und wursteln und machen und tun. Aber zuerst stellen wir Ihnen mal zu Hause den Edeka-Markt hier in Aschaffenburg vor. Also bei uns hier im Damme-Torkarree sind ca. 60 Mitarbeiter. Der Markt ist Verkaufsfläche 3100 Quadratmeter, inklusive Getränkemarkt im Erdgeschoss. Wir haben 200 kostenfreie Parkplätze vor der Türe. Und ich sage mal, uns tut auszeichnen, wir haben über 50 regionale Anbieter bei uns im Sortiment. Also das heißt, Sie bieten auch Waren an, die hier aus dem Raum Aschaffenburg kommen? Genau, also nicht nur aus dem Raum Aschaffenburg, sondern ich sage jetzt mal aus Unterfranken, Bayern. Aha, okay. In der näheren Umgebung. Ja, die Impressionen aus dem Edeka-Markt in Aschaffenburg in der Lange Straße haben Sie jetzt gesehen. Ein Edeka-Markt, der viel Frische zu bieten hat, Sortiment aus der Region zu bieten hat und vieles mehr, denn Sie wissen ja, Edeka, wir lieben Lebensmittel. Und ich liebe jetzt die Konstellation, nämlich eines tollen Trios, wenn man jetzt mich einbezieht als Trio. Dieter B. Schmidt, du gestattest, dass ich zuerst mal ganz kurz auf Miss Mitteldeutschland eingehe. Sarah, ein toller Titel, eine charmante und hübsche, attraktive Dame. Kannst du kochen? Ja, ganz wichtig, natürlich. Okay, was hast du für ein Lieblingsgericht? Am liebsten esse ich Schnitzel. Schnitzel? Ja. Schnitzel. Also heute gibt es kein Schnitzel, heute gibt es Kokos-Currysuppe, es gibt Hirschsteaks und es gibt eine tolle Nachspeise, die Dieter B. Schmidt uns kredenzt und serviert. Können wir gerade mal die Zutaten ein bisschen präsentieren? Sarah, einmal, könntest du ganz kurz erklären und sagen, was es denn alles da für Zutaten gibt und was man für die Currysuppe braucht? Also wir haben hier einmal Zitronengras. Mhm. Das muss so ein bisschen gekocht werden, weil es auch teilweise holzig ist, ja, aber schön langsam garen lassen, das schwitzen wir ganz ein bisschen mit ein bisschen Butter an, okay. Englischsellerie, ein bisschen Lauch, ein paar Schalotten, wir haben unterschiedliche Currysorten, wir haben eine Currypaste hier dabei. Aha. Ja, das Ganze wird, zeigen wir noch mal. So. Ja, das sind diese asiatischen Currypasten, einmal gelb und einmal rot, dann haben wir einen Geflügelfond, ein bisschen Kokosmilch dazu. Wir haben jetzt hier alles reingegeben, die Zutaten, lassen wir ein bisschen anschwitzen. Mhm. Ja, und können schon mal die Dose aufmachen. Sarah, bitteschön. Wir haben hier dann auch unterschiedliche Currysorten, was ich immer sehr spannend finde. Also die Zutaten, die wir jetzt auch gleich im Rezept einblenden, sind für wie viele Personen hast du das jetzt hier so zusammengestellt? 4 bis 6 Personen. 4 bis 6 Personen. Also die Rezepte sehen Sie jetzt, die Rezeptur ebenfalls oder aber die Homepage www.edeka.de. Dort klicken Sie einfach auf Rezepte und hier zischt es schon. Was hast du jetzt da reingegeben? Da wir ja ein bisschen asiatisch sind mit der Suppe, haben wir Shoya-Sake. Okay. Ja, denn mit dem löschen wir ab, lassen den Alkohol auch ein bisschen verfliegen. Und geben jetzt dann Geflügelfond rein. Sarah, vielleicht kannst du ein bisschen assistieren, oder? Genau. Sehr gerne. Geflügelfond. Mhm. Einfach ganz normal reinschütten. Das Ganze? Das Ganze. Also wir haben Zitronengras, wir haben Schalotten, wir haben Stangensellerie, wir haben Lauch, wir haben deutsche Markenbutter, das alles aus dem Hause Edeka, Portwein, Kokosmilch, Geflügelfond. Also wirklich ein tolles Ensemble und das zusammen gibt nachher unsere Kokos-Curry-Suppe sehr geschmackvoll. So. Püriert haben wir sie jetzt. Ja. Jetzt müssen wir sie natürlich durchsieben. Guck mal, was ist für eine schöne Farbe. Toll. Was jetzt kommt, das ist der Oberhammer. Es passt auch in die Zeit jetzt hinein, lieber Dieter. Denn die Hauptspeise, was haben wir als Hauptspeise? Ja, wir machen heute mal einen Hirsch. Aha, okay. Einfach schöne Zeit. Haben ein paar Steinpilze noch dazu gekriegt. Mhm. Und machen ein Risotto.
Jo. Und die Sarah ist hier schon tüchtig am Schneiden. Ja, super. Weil wir machen ja einen Soßenansatz, ein bisschen mit Englischsellerie, mit Karotte, ein bisschen Ingwer, ein paar Schalotten, ein paar Wacholderbeeren. Perfekt. Leg los! Also, und zwar Hirschsteaks mit Pilzen. Wir haben 600 Gramm frische Steinpilze, haben Hirschsteaks mitgebracht, hier aus dem Hause, logischerweise direkt frisch importiert. Wir haben Wildgewürz, wir haben Pfeffer, Salz, aber Jodsalz, das soll ja auch gesund sein. Dann haben wir Rapsöl, Rosmarin, Thymian, Schalotte, Wacholderbeeren und vieles mehr. Aber das alles lesen Sie jetzt in unserem Rezept, das Sie auch abrufen können unter www.edeka-rezepte.de. Karotten schälen, das machst du ja super. Ne? Okay. Kochst du auch so jeden Tag oder auch so, bist du so Fastfood-Fan? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, Fastfood gar nicht eben. So. Also lieber frische. Gesund kochen ist mir schon sehr wichtig. Wenn die Uni das zulässt, dann von der Zeit her sehr gerne. Ja. Du studierst Germanistik? Richtig. Weshalb Germanistik? Warum hast du dir Germanistik ausgesucht? Germanistik? Ich möchte einmal in die Medienbranche, so ganz wie du. Zu uns? Ne? Okay. Ja, so vor die Kamera vielleicht, hinter die Kamera mal schauen. Ja, ja, ich interessiere mich generell sehr für die Sprache, also Latein, Spanisch, Englisch. Und dann habe ich mich mal der deutschen Sprache gewandt und habe die Hobbys, das Sprechen und die Sprache verbunden. Super. Ja, das, was du jetzt da machst, Dieter, ist unsere Soße, oder? Genau. Jetzt haben wir so ein paar Rühren genommen, haben das Gemüse. Aha. Das lassen wir jetzt ganz leicht anbraten. Haben mit ein bisschen Rotwein vorher schon abgelöscht. Den Spätburgunder. Ja, geben nochmal einen Schluck dazu, weil wir wollen den Geschmack natürlich vom Rotwein haben. Ja, apropos Geschmack, ne? Apropos Geschmack, die Sarah. Darf mal probieren. Ja, sehr Sarah, gerne. Du hast ja gesehen, die Hirschsteaks sind jetzt schon am Garen, in Anführungszeichen. Danke dir. Im Wasserbad oder sie sind am Baden, Dieter. Braucht ca. 10 Minuten. Wenn Sie zu Hause es nachkochen möchten, 10 Minuten ungefähr, oder? Genau. Das Zuhause ist ein bisschen eine Herausforderung, weil wir müssen das Wasserbad auf gleichen Temperaturen halten. Aha. Ja? Okay. Ja. Das heißt also, zu Hause, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Dampfgarer hat, bei Verstanden. Dampfgarer ist es sensationell, 56 Grad eingeben im Vakuum. Dampfgarer perfekt. Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, unsere Hirschsteaks rausgeholt aus dem sogenannten Bad und das Ergebnis? Dieter? Sensationell. Sensationell, oder? Hätte ich ja von dir nicht anders erwartet. Also, böse Zungen behaupten nicht wie ein Tütenkoch. Nein, alles frische Lebensmittel, um Gottes Willen. Ja, perfekt. Du kannst in der Zwischenzeit mal die Steinpilze leicht schneiden, dann können wir die gleich anbraten. Sarah, da bin ich gespannt. Pass auf die Finger auf. Genau. So, die Steinpilze kommen jetzt in die Pfanne. Vorgeheizt, angeheizt quasi. Ja, ein Hauch Olivenöl, ein bisschen Butter. Ja. Aber jetzt bleibt der Geschmack ja drin. Okay. Ja? Beim Anbraten langt ein ganz normales Rapsöl. Und die Rezepte zum Nachkochen sehen Sie auf der Seite www.edeka-rezepte.de. Über 2000 Gerichte. Und aus diesen 2000 hat Dieter uns heute die Vorspeise, die Hauptspeise, nämlich Hirschsteak, und die Nachspeise, ein Trifle, mitgebracht. So, jetzt kannst du noch ein bisschen verfeinern. Genau. So, und jetzt haben wir unser Fleisch ein bisschen abgetupft. Mhm. Okay. Und legen das so ein bisschen mit dazu. Mhm. Super. Hast du schon mal Hirschsteaks gegessen? Nein. Nein? Noch nicht. Magst du es eher so wild? Also wild, Hirsch, nein, jetzt vom Essen her, Sarah. Also Wildgerichte oder wie sie. Ja. Ich bin offen, also es ist ja was Neues. Passt jetzt wieder, okay. Gut, also sie ist offen für Wildes. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ja. Na, wenn, ich bin der Meinung, man muss es immer erst mal probieren, ne? Bevor man sagen kann, ist nicht so meins. Mhm. Ich werde ganz gespannt gleich testen. Es duftet ja schon super. Ja, ganz lecker. Wahnsinn. Was passiert so bei dir Weihnachten, Neujahr, Silvester etc.? Wir haben jetzt am 14. Dezember haben wir ein Champagner-Dinner. Ja. Das heißt, ein Sommelier trifft Gourmet-Koch. Und ich koche immer live bei mir im Laden. Okay. Wir sind gleich fertig. Jawohl. Und richten an, denn unsere beiden Gäste, Kundinnen und Kunden aus dem Edeka-Markt hier in Aschaffenburg, sind extra geblieben, um neben der Kokos-Curry-Suppe auch die Hirschsteaks probieren zu können, die sehr schmackhaft sind. Ja, unser Risotto, das ist ja das, was wir auch noch brauchen, denn unsere Hirschsteaks, lieber Dieter, haben wir ja gesehen, sind fertig. Was macht ihr beiden jetzt, Sarah und der Dieter? Ja, schönes Risotto, ja. Frischer Parmesankäse mit rein. Okay. Und dann können wir gleich anrichten. Da bin ich ja mal gespannt und Sie zu Hause bestimmt auch. Ich gehe davon aus, Risotto, dann das Steak und wir werden sehen, der Fachmann, der weiß, wie man anrichtet, nicht nur wie man kocht. Genau.
Sarah, ich glaube, du solltest dein neues Lieblingsgericht überdenken. Überdenken. Definitiv, oder? Wenn ich das sehe und rieche, hast du vollkommen recht. Jetzt pass auf, Achtung. So muss Risotto sein, schön schmutzig. Riecht klasse. Mm. Schade, dass es keinen Geruchsfernseher gibt, ne? Ja, schade eigentlich. Es gibt manche Dinge, die wollen wir gar nicht haben. Stopp. So, jetzt kommen unsere Hirschsteaks. Guck doch mal. Sehr schön. Wie zart. Super. Das Auge isst mit, oder? Definitiv. Was gibt es denn als Dessert? Ach ja, es ist schön hier. Schön, ja? Also, Tribal habe ich ja kurz erklärt vorhin. Wir machen eine hessische Interpretation. Ja. Das heißt, wir machen einen Beetmenschen-Espuma. Haben ein paar Himbeeren, ein paar Kekse. Das heißt, hier geben wir einfach die Sahne rein. Zucker habe ich schon ein bisschen drin. Den Marzipan dazu bröseln. Noch mal kurz den Himbeer probieren. Ein bisschen Vanille geben wir noch mit rein. Ganz köstlich. Und? Kann man die wiederverarbeiten? Viele gehen ja her, kratzen sie aus. Wenn du Glück hast, noch in Zucker rein. Aber die ist so intensiv, der Geschmack ist in der Schote drin, nicht in dem Mark. Und ich kann sie bis zu 8-mal wiederverarbeiten. Ach, wusstest du das? Nein. Nee, ich auch nicht. Dann gibt es das nächste so, Gericht. Einmal schön aufgekocht. Und jetzt, aha, Achtung. So, 2 Patronen drin. Mhm. Ich habe es natürlich vorbereitet, okay. Weil wir müssen 2 Stunden das mindestens kalt stellen. Gottes Willen, ja. So lange. Aber das ist natürlich auch ein Dessert, was man schön vorbereiten kann. Die Gläser dafür? Ja? Genau. Okay. Sieht doch wohl super aus, oder? So, guck mal. Du legst mal überall 2 Himbeeren mit rein. Die erste Schicht. Ja. 2 Himbeeren obendrauf. So. Okay. Ja. Das ist fürs Auge. Genau. So. Noch eine Himbeer drauf. Himbeer drauf. Top. Mandeln geröstet vorher, ja. Genau. Voilà. Das war's. Also ich darf mich an dieser Stelle verabschieden von dir, lieber Dieter, von dir, liebe Sarah. Wir sehen uns ja wieder. In Steinau bei der nächsten Ausgabe, bei der dritten Staffel unserer Kochsendung Edeka kocht. Bleiben Sie dran, wir blenden jetzt noch mal ganz kurz das Rezept ein. Und ich sage Dankeschön, liebe Sarah, hat es dir gefallen? Ich danke dir, war ganz toll heute. Ich habe viel gelernt und bedanke mich super. Für einen schönen Tag. Dieter, danke und wir werden das Ergebnis jetzt gleich testen lassen, ob es dann unseren beiden Kundinnen und Kunden genauso schmeckt, wie das uns hier gefallen hat beim Anrichten und beim Herrichten. Also bleiben Sie dran. Wie versprochen, Sie hatten Zeit mitgebracht. Ich sage erstmal danke und Sie haben schon gekostet. Hirschsteak, der Koch steht Ihnen im Nacken. Also, Sie wissen, was Sie zu antworten haben. Spaß beiseite. Es schmeckt, oder? Perfekt. Wirklich? Perfekt, ja. Würden Sie es zu Hause nachkochen, so als Weihnachts- oder Silvestergericht? Absolut, absolut. Okay, wie sieht es hier mit Ihrem Ehemann aus? Sie kommen frisch aus dem Urlaub, habe ich gehört. Also Sie sind gestärkt und schmeckt es Ihnen? Sehr gut. Ich bitte darum, dass es das an Weihnachten gibt. Ich sage Dankeschön Ihnen zu Hause, dass Sie Geduld hatten, die Vorspeise, die Hauptspeise und auch die Nachspeise zu genießen. Dieter B. Schmidt aus dem Hellhof in Kronberg in Taunus. Und hinter mir steht noch Miss Mitteldeutschland, die Sarah. Herr Bender, danke für die tolle Zusammenarbeit in und aus Ihrem Hause hier in Aschaffenburg. Und der Marktleiter zu guter Letzt darf natürlich auch hier als Geschäftsleitung und Marktleitung einen Kommentar abgeben. Also ich bin normalerweise kein Hirschfan, sage ich jetzt mal, aber mag wirklich lecker. Wunderbar, mit diesem Fazit verabschieden wir uns aus dem Edeka-Markt in Aschaffenburg. Wir sehen uns wieder im nächsten Edeka-Markt in Steinau. Noch guten Appetit und Ihnen zu Hause alles Gute. Lassen Sie sich gut gehen und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Edeka kocht.